Also Einzelspiele, Let's Play nicht, meine neue Welt. Mach ich jetzt nebenbei kurz, also Skin-Test, ach, ich war hier ja bei Nacht. Skin-Test und der Skin funktioniert. Ich bin zufrieden mit mir. Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne hier anfangen, ein bisschen Minecraft zu spielen, aber... Ah, da geht ja gerade die Sonne auf bei mir. Was ihr nicht seht. Ich kommentiere das falsche Spiel. Also, ich weiche nun zurück. So. Wir laufen hier durch die Wüste. Nachkommentieren ist doof. Hoffentlich ist die Aufnahme bald vorbei. Wir haben schon fast die Hälfte. Wir haben schon 21 Minuten. Es stört euch ja sicherlich nicht, wenn ich nebenbei Binding of Isaac spiele. Also, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ihr schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mich bei der nächsten Nachkommentation ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren soll. Weil das ist ja eigentlich kein Zustand hier. Der macht irgendwas anderes, obwohl er da was zu nachkommentieren hat. Genau, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt irgendwas anderes, obwohl ich das nachzukommentieren habe. Jo. Das könnte ich eigentlich mal auf meiner Taskleiste oder ach, kommt das da? Geh weg. Brauche ich alles noch? Meine Taskleiste ist zu voll, merke ich gerade. The Binding of Isaac wird gestartet. Und wir sind hier ganz eifrig Fleisch am Verknusen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist nachkommentieren nicht so das Gelbe vom Ei. Naja, muss man mit leben. Ein bisschen Sand weglegen. Ach, das machen wir jetzt, weil wir hier Sand braten wollen. Aber wir warten noch ein bisschen. Steam konnte ihre Dateien für The Binding of Isaac nicht mit Steam Cloud synchronisieren. Spiel starten. Ja, ich spiele jetzt erst auf Binding of Isaac, während ich hier eigentlich was kommentieren soll. So, Start. Wen nehme ich mal? Judas. Es tut mir leid, ich kann mich nicht aufs Zugucken konzentrieren. Und damit ihr das hier halt noch seht und nicht als Stummfilm irgendwie habt, werde ich euch das hier nachkommentieren. Hat nicht mehr nur richtigen Text, wir sind glaube ich gerade schlafen. Ne, sind wir nicht. Genau, wir waren irgendwas einräumen. Ich mache mir das mal kleiner, damit ich es noch so nebenbei sehe. Also halber Bildschirm ist jetzt für Binding of Isaac, dann die andere Hälfte ist für Minecraft. So. Wir stehen vorm Bett und wissen nicht, was wir tun. Ich weiß es gerade übrigens auch nicht. Was tut er? Er steht da. Ernsthaft, was tut er? Ernsthaft, was tut er? Er legt das Bett weg. Und er holt sich Glas. Beginnt jetzt der Hausausbau. Das Wort kommt mir so bekannt vor. Hatte ich das schon mal als Let's Play-Titel? Wenn nicht, sollte man das auch unbedingt so benutzen. Holz und Holz und Holz. Ja. Wir bauen jetzt ein bisschen an dem Baum an dem Haus weiter, während ich mich mit Spinnen anlege. Hallo Spinnis. Spinni! 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 Hallo! Schlüssel! Komm ich da in den Goldraum rein? Ja, zurück zu Minecraft. Oh, PhD! PhD! wie weit sind wir jetzt schon bei der Aufnahme 25? Ich finde es unglaublich eintönig, dass er da jetzt einfach nur Holz setzt. Also, beim stummen Zuschauen ist das nicht so das Gelbe vom Ei. Oh, wenigstens mal powerhafte Musik. Ich schlurf hier jo fast ein. Aber jetzt nicht mehr, jetzt haben wir ja super Musik, super Mucke auf TrogLP FM. Ja. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. In der Aufnahme wird sich das Haus noch ein bisschen weiter verändern. Ist ja jetzt gerade so weit, dass das Haus sich am Verändern ist vom Grundbaustein her. Also die Grundetage verändert sich gerade, aber mehr auch erstmal nicht. Das kommt dann später noch. So, hab ich euch jetzt gespoilert? Nö, gell?
Ich doch nicht. Langweilig. Langweilig. Ja, Fackeln sind definitiv zu hell in diesem Haus. Was haltet ihr eigentlich von der Musik? Wüsste ich gerne mal. Jetzt spezifisch die Frage an Viranto, weil der hat jetzt angefangen, meine Videos zu kommentieren. Und er wartet jetzt frohlockend. Jeden Tag wartet der auf meine Videos. Naja, auf meine Minecraft-Videos. Aber da ich ja nur am Tag ein Video freischalten kann, weil ich sonst mit der Aufnahme nicht hinterherkomme, wird das zu viel. Aber sagt's ihm nicht, sonst ist er ganz traurig. Schon wieder was von Twitter. Könnt ihr mal gerade twittern? Bin gerade hier am Aufnehmen, Alter. XD. Ja, ein bisschen Holzklotzen. Da hatte ich, glaube ich, gerade gesagt. Ach, ihr schaut mir ja sicherlich gerne dabei zu, wie ich hier Holz abbaue, weil der Viranto, der möchte nicht, dass ich den Timbermod reinschalte. Au! Ja, das war jetzt auf Binding of Isaac bezogen. Weil der hat mir gerade voll in den Arsch. Nein. Nein, hat er nicht. Er hat mir nicht voll wohin gemacht. Ich sag nicht mehr. Ich bin einfach ruhig. Einfach nur ruhig. Ich werde übrigens nochmal Binding of Isaac aufnehmen irgendwann. Schon wieder was von Twitter. Ich gucke ja gar nicht mehr drauf. Ach, das war sicherlich die liebe Nadi, die mich angeschrieben hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hallo Nadi, falls du meine Let's Plays guckst, fühl dich mal gegrüßt. Hey. Okay, wir haben Holzslabs in der Hand. Und damit bauen wir jetzt falsch. Ja, so ein Fehler guckt ihr euch an. Ich glaube, ihr habt auch sonst den ganzen Tag nichts zu tun, oder? So, bis tauchen gehen? Nein, natürlich nicht. Wir bauen jetzt hier eine Brücke drüber. So wie ich es am Anfang der ersten Folge provozieren habe. Nämlich kann man das nicht so lassen. Ich will nämlich, dass da der natürliche Fluss noch durch kann, wie ich es mal gesagt habe in einer der ersten Folgen. Naja, in der Folge, in der wir das da ausgebaut hatten. Hatte ich doch mal gesagt, dass ich möchte, dass hier der natürliche Fluss, selbst wenn es kein Fluss ist, dass der fließen kann. Weil ich finde, das ist einfach so naturbezogener. Da sieht man jetzt, dass da Strömung ist. Die hat uns jetzt fast gefressen. Aber nee, wegmachen können wir nicht. Nee, lass das doch da. Das bringt doch nichts, egal was du machst. Ach, stimmt, da hat er gerade diese unglaublich ätzende Musik ausgeschaltet. Und da fuhr gerade ein Auto vorbei. Kleine Information. Wir bauen da gerade ein bisschen Erde hin, damit es natureller aussieht. Weil ich mag es nicht, wenn es so geplant aussieht. So. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt aufhöre mit Nachsynchronisieren und einfach die Musik da lasse. Ja, dann habt ihr die Folge und ein bisschen Musik dazu. Ist ja nicht allzu langweilig. Aber mir wird langweilig. Und viel mehr wird auch in der Aufnahme nicht mehr passieren. Naja. Ich spiele jetzt Binding of Isaac. Ich rede noch ein bisschen dazu. Zwar nicht über Minecraft, aber über Binding of Isaac. Wie lange geht es? Naja, eine halbe Stunde sind wir schon vorbei. Kann man nichts gegen machen. Das wird ja gerade interessant. Also nicht von Minecraft, von meinem Spiel. Wie kann man sich Minecraft den ganzen Tag wieder angucken?
versteh's nicht, ich versteh's wirklich nicht. Das ist doch langweilig wie, was weiß ich, naja, ich hab's selbst gespielt und muss das jetzt nachkommentieren. Ich sterbe an Langeweile. Ich übertreibe? Nein. Nie. Ich doch nicht. Nö, niemals. Also eins habe ich auf jeden Fall aus Nachsynchros gelernt. Sie sind öde. Öde, langweilig und lame. Ja, jetzt entsteht die Dachlinie. Und da oben drauf wird dann nämlich noch ein Stock gebaut. Hab ich es jetzt gespoilert? Hab ich es jetzt gespoilert? Nö, egal. Hab ich nicht. Nö. Schwebende Holzdächer sind auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das schon in eurem Neubau habt. Auf jeden Fall. Wer es nicht hat, der verpasst was. Tut mir leid. Mir ist halt einfach langweilig. Ich hab jetzt ganz, ganz großes... ganz, ganz großen Respekt vor Gronkh, dass er sich so eine Nachsynchro angetan hat bei... in der zweiten Staffel, Anführungszeichen, Ende. Weil da musste er doch mal nachsynchronisieren. Ja. Komischerweise hat es ihm mehr Spaß gemacht als mir. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Oder zumindest hat es so geklungen, als würde es ihm mehr Spaß machen als mir. Ja, wir wollen jetzt da oben ein bisschen Glas hin. Leid, dass ich mich nicht auf den Player konzentriere, aber... Mäh. Übrigens ist diese tolle Dame, die da singt, das ist die Frau Snowflake. Und die kann man auf... Warte, kurz gucken, wie es heißt. Warte, das habe ich hier in meinem Minecraft-Ding. Die werte Dame heißt... Klappt doch mal schneller auf... Lade, komm. Die Dame heißt... Das lädt nicht. Sama. Nee, das heißt... dig.cc mixter, also mixter.org/free, dann dieses leer, der Strich da unten am Boden und dann Musik, also free. Musik. Jetzt geht's gleich mal Upload. Ist der fertig? Ja! Upload ist fertig. Jetzt kann ich hier rumsurfen. So, was mache ich mal? Ich hätte noch Folgen zu gucken, aber da gucke ich jetzt nicht. Ach, ich will was googeln, genau. Und zwar Bilder. Ich wollte nämlich meinen Background machen. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, habe ich bei YouTube einen Background. Zwar einen individuellen, da steht nämlich drauf DoggyLP kommentiert. Dann immer ein Screenshot von dem neuesten Spiel. Weil ich habe jetzt von Minecraft noch keinen Screenshot und ich möchte mir jetzt auch keinen raussuchen, deswegen, weil ich habe immer alle meine Videos, habe ich DoggyLP oben stehen. Und selbst einen machen ist doof. Deswegen gehe ich jetzt auf Minecraft Screenshot und such mal einen schönen aus. Was ist denn jetzt? Ah, gut, dann hat er umgeschaltet. Ich suche mal doch keine Minecraft-Screenshots, weil die sind alle doof.